Hallo auf dem Kanal von Uniblog. Heute gibt es mal wieder einen kleinen Testbericht oder ja, eher eine Produktvorstellung von einer Dashcam, und zwar von Mercilon. Ich hoffe, man spricht das so aus. Es ist eine 4K Dashcam, und das Coole an der Sache, die wird ins Fahrzeug integriert, so dass man die nicht sieht. Also die deckt den kompletten Bereich um den Innenspiegel ab. Regensensor und so weiter und so fort wird entfernt, also die Abdeckung vom Regensensor, das zeige ich euch nachher, wird entfernt, und dieses komplette Bauteil kommt dafür an die Stelle ran. Ich habe die schon mal auseinandergebaut, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, der mir aufgefallen ist. Das sind zwei Teile, man sieht ja hier hinten dran dieses, ich hoffe mal, man kann es erkennen, dieses Loch, da kommt der Innenspiegel drumherum. Das heißt, man muss das auseinandernehmen und fügt das dann so um den Innenspiegel an. Was ein bisschen tricky ist, sind diese kleinen Halter. Ja, die wird im zusammengebauten Zustand geliefert, da sind die hier so drin, und ja, man muss auf jeden Fall vorsichtig machen und die in zwei Teile teilen. Meiner Meinung nach wäre es besser, sie würde gleich so auseinandergebaut geliefert kommen, weil man baut sie eigentlich nur einmal zusammen und läuft jetzt nicht Gefahr, dass man schon beim ersten Auseinanderbauen vielleicht so eine Lasche abbricht. Es ist eben alles nur Hartplastik, und von daher sollte man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, vielleicht mit einem kleinen Schraubenzieher aufhebeln oder mit diesem mitgelieferten Spatel da. Genau, auf jeden Fall, ich habe es auseinanderbekommen, ist jetzt auch nicht das absolute Hexenwerk, das hat schon funktioniert. Ansonsten hier mit dabei ist ein Adapterkabel, das kommt an die Stromversorgung vom Innenspiegel, Regensensor und auch automatisch abblenden und was weiß ich, was da oben für ein Strom ist. Das macht eigentlich nichts anderes, als von dem Originalkabel Strom für die Kamera abzuzweigen. Da gibt es dann hier die passenden Verbindungsstücke, und eben eine Variante kommt an das Originalkabel seitens, in meinem Fall, BMW. Ich werde das in dem X2 einbauen. Ich habe schon eine Kamera, wo ich jetzt nicht unbedingt einen Anbieter nennen möchte, vom ähnlichen Prinzip, auch in OEM-Optik. Die habe ich in meinem 5er drin. Die ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre drin, tut hervorragend ihren Dienst und ist eben auch nicht sichtbar. Bei der hier ist aber der Vorteil, hier wird einfach das komplette Teil mitgeliefert. Sind hier zum Beispiel die Knöpfe dran, hier ist der Slot für die SIM-Karte, für die Speicherkarte meine ich. Und bei der anderen Kamera, setzt man zum Teil auf Originalteile und zum Teil auf die kleine Kamera, die vorne angebaut wird. Das ist hier alles ein bisschen besser gelöst, weil man hat einfach die komplette Einheit, baut die Originaleinheit weg, klickst die ran und das war's gewesen. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich bin sowieso Fan von Sachen, die man eben nicht sieht. Also ich mag keine Kabel im Innenraum, und deswegen, ich habe schon viele, viele Dashcams getestet, findet ihr auf dem Kanal, ja, eine sehr hohe Zahl, aber keine ist bisher geblieben. Im 5er ist nur die geblieben, die auch dieses Prinzip hat. Und jetzt im X2 wird auch diese Kamera fest verbaut bleiben, weil das ist das, was ich mag. Man sieht es nicht, es stört nicht, ja, wie heißt das, Innenraumdesign. Ansonsten, was gibt es noch dazu? Es ist ein Adapterkabel dazu für die typische Parkfunktion. Weil wenn man das Auto jetzt zuschließt, schlafen die ja meistens nach 10, 15 Minuten ein, so nennt man das ja. Ne? Also wenn sich der Strom dann komplett abschaltet. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim X2 ist. Beim 5er meine ich, ist es nicht so. Da bleibt zumindest oben im Dachhimmel beim Regensensor und so ständig Strom drauf, weil er diese Funktion hat, dass er zum Beispiel automatisch das Schiebedach schließt. Ich glaube, das hat damit zu tun. Ne? Das heißt, der tut ja immer erkennen, regnet es jetzt oder regnet es nicht, und würde dann automatisch das Schiebedach schließen. Der X2 hat zwar jetzt keins, ich weiß nicht, ob der die Funktion hat. Auf jeden Fall ist das ein Kabel, um direkt an die Batterie zu kommen. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger mit dem Einbau. Ich brauche das nicht, werde es deswegen auch nicht verbauen. Aber wer jetzt auf eine Parkfunktion setzt, dass die Kamera wirklich Tag und Nacht durchfilmt, dann müsst ihr das Kabel nach Anleitung verlegen. Anleitung ist übrigens alles dabei, wie auch eine 64 GB Speicherkarte. Und es gibt optional noch verschiedene Versionen, auch mit einer Rückfahrkamera. Man kann sogar einen GPS-Tracker integrieren, das kann man alles auf der Website sich konfigurieren. Hier ist es jetzt ohne Rückfahrkamera, es ist rein die Dashcam für die Scheibe. Und ja, das reicht eigentlich auch aus. Vorne hat sie, soweit ich weiß, einen 145 Grad Winkel. Hinten die Kamera, wenn die dann mitgeliefert wird, liegt wohl bei 160 Grad. Ja, ansonsten,
gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Auto raus und dann gucke ich mal so grob, dass ich euch zeige, wie man die einbaut. Beachtet aber bitte, ich bin alleine, das heißt, Kamera halten, also Smartphone halten, filmen und einbauen ist jetzt gar nicht so leicht, aber ich versuche natürlich mein Bestes. So, schaut das Auto innen aus. Ich hoffe mal, ich kriege das halbwegs so, dass ihr ein bisschen was erkennen könnt. Das ist halt immer so eine Sache, da sind die Lichtverhältnisse echt ein Witz. Ja, also dieser ganze Bereich hier, das alles, das ist ja auch zweigeteilt an dieser Stelle. Das wird eben auseinander gemacht. Da gibt es jetzt keine Anleitung seitens vom Kamerahersteller, wie man das auseinander macht. Kann man sich nur in Foren ein bisschen belesen. Und was man natürlich kann, man kann hier, so schaut ja die Kamera aus. Ja, das sind diese zwei Teile. Und man kann ja schauen, wo hier die Halter sind. Ja, zum Beispiel der hier und der hier. Also das sind die zwei Bereiche, die logischerweise dann auch hier oben vorhanden sind. Und da könnt ihr euch zumindest ein bisschen orientieren, wie ihr das auseinanderzubauen. Also so ein bisschen Schritt für Schritt. Ihr seht jetzt hier die Klacke. Die war relativ leicht gemacht. Wie gesagt, ich bekomme es leider nicht anders hin. Ich kann immer nur arbeiten und dann das Handy wieder anschalten und euch zeigen, wie ich das gemacht habe, da ich alleine bin. Ihr geht aber einfach hier mit dem Spatel rein, zumindest bei BMW, ne? Geht mit dem Spatel rein, drückt das auseinander und das fährt sofort auseinander. Also es ist ganz, ganz simpel. Zack, abgestürzt, aber so funktioniert das. Also auch nochmal an der Stelle hier unten, ne? Auch da mit dem Spatel nochmal zwischen reingehen. Also soll heißen, hier in dem Bereich, und dann drückt ihr das auseinander. Also es sind auch alles nur Klemmen. Hier ist auch keine abgebrochen, ne? Sieht man. Ist einfach nur alles zusammengesteckt und das war es gewesen. Und dann gibt es eben hier diese zwei Punkte, die quasi jetzt identisch wie bei der Kamera sind. So, dann geht es an die Kabelei. Na, hier oben sind die Anschlusskabel. Da löst ihr eins und verbindet das dann quasi mit dem mitgelieferten Adapterkabel. Und wenn ihr wissen wollt, welches Kabel da passt, dann nehmt euch einfach die Kamera. Da sind ja zwei Kabel dran. Ich meine, das hier wäre das für das Dauerplus, was ich ja jetzt nicht anschließe. Das hier ist erstmal das Wichtige. Und dann könnt ihr ja das erstmal miteinander verbinden, weil dann auch klar ist, was für Kabel quasi übrig bleiben. Ne? Da kommt der jetzt, wenn ich das richtig sehe, an den Stromanschluss und der an das vorhandene, um den Regensensor und so weiter dann wieder mit Strom zu versorgen. Oder umgekehrt, muss ich jetzt erstmal schauen. So, hier beim X2, X1, X3 und ich glaube so bei denen, ich glaube 3er BMW auch, gibt es in dem Fall zwei Stecker. Da haben wir einmal den großen, der ist es nicht, der muss aber weg, damit ihr den dahinter lösen könnt. Das ist in diesem Fall so ein, ja, rötlicher Flachstecker. Der passt dann logischerweise in das Gegenstück. So, und dann habt ihr einfach nur noch das hier, was ja dann wieder an die Stelle verbaut. So, war relativ simpel, wie gesagt, nur diese zwei Stecker da hinten, wenn man sie denn sieht, wenn das hier mal wieder scharf wird. Ne, die da hinten und der ganz da hinten ist, wo so ein bisschen das Licht durchschimmert, das ist jetzt der von der Kamera. Und somit ist die schon angeschlossen, die hat auch schon das erste Geräusch gemacht. Am besten, bevor ihr dann zusammenbaut, testet das gleich mal, dass da Strom drauf ist. Nicht, dass ihr alles komplett zusammenbaut und dann feststellt, aha, funktioniert ja gar nicht. Bei mir schaut es so aus. Na, die blinkt. Dauert aber ca. 10-12 Sekunden, bis die gestartet ist. Also das solltet ihr nicht vergessen. Nicht, dass ihr Zündung anmacht und sagt, oh, geht nicht und baut es gleich wieder auseinander. Wartet mal 10-15 Sekunden. Die muss erst hochfahren. Die macht ein Geräusch und blinkt dann blau und ja, das war's gewesen. Dann geht es eigentlich bloß noch drum, nur in Anführungszeichen den ganzen Spaß wieder zusammenzubauen. Ich meine, dass ihr hier in diesem Bereich auf jeden Fall mehr als genug Platz habt, um jegliche Kabel zu verstecken.
weil die sind ja doch ziemlich lang. Ne? Also hier ist ganz schön was übrig, wenn man das sieht, auch was hier so alles hängt. Einfach mal probieren, das muss in dem Bereich alles reinpassen. So, ich habe das jetzt von der Seite gehalten, das hält auch so ein bisschen von selbst, habe das natürlich in dem Bereich da dahinter um die Halterung von dem Innenspiegel gemacht. Ne? Also hier mit der halbrunden Seite, das hält jetzt schon so ein bisschen und habe möglichst viele Kabel hier drüben ja reingestopft. Das könnt ihr bloß probieren, wenn ihr jetzt die zweite Hälfte zusammendrückt, müsst ihr einfach gucken, ob das leicht funktioniert oder ob da vielleicht ein Kabel irgendwo im Weg ist und hier behindert oder wie auch immer. Das könnt ihr bloß ausprobieren, das ist alles ziemlich blind, aber es ist jetzt nicht unmöglich. Dann tut ihr als erstes die Kamera hier zusammendrücken, in dem Bereich. So, und dann, wie gesagt, hier oben muss es auf jeden Fall leicht gehen. Wenn nicht, dann, die rastet natürlich dann hier unten ein. Dann drückt die hier oben leicht wieder auseinander, versucht mit dem Finger oder auch mal hier mit so einem Spatel oder mit einem Schraubenzieher einfach die Kabel mal noch so ein bisschen hin und her zu schieben, dass sich das einfach nicht im Weg ist. Und dann drückt das zusammen. Und das war's gewesen. Also, es ist echt ein kinderleichter Einbau. So, Spiegel wieder eingestellt und mehr ist es nicht gewesen. Wie schaut es jetzt aus? Ja, ihr seid alles ein bisschen überbelichtet. Mein Handy bekommt das nicht wirklich besser hin, aber ja. Ne? Ist jetzt auch ordentlich zusammengeklickst. Da ist jetzt kein großer Spalt oder so. Sieht alles ganz normal aus. Eben quasi wie ab Werk. Hier, der Bereich war jetzt noch nicht ganz. Ich habe es jetzt noch zusammen gemacht, sehe ich gerade. Passt. Also genauso, wie es sein soll. Ne, macht einen sehr guten Eindruck. So, und dann ist es relativ simpel. Ihr ladet euch die App hier runter. Leersenker oder ja, wie sich das spricht. Ne? Ist auch ein QR-Code in der Anleitung mit drin. Ansonsten gebt ihr das ein. Ladet ihr euch runter. Und dann müsst ihr natürlich die Kamera erstmal verbinden. Dazu einfach auf WLAN gehen. Da wird die hier sicherlich irgendwann angezeigt. Genau, hier ist sie. Die wählt ihr aus. Ich hatte die jetzt schon mal verbunden, bevor ich hier das Video gestartet habe. Das Passwort ist aber von 1 bis 8. So, dann öffnet ihr die App. Geht auf die Kamera. Und dann ist die auch schon jo, verbunden, wie ihr jetzt seht. Ne? Sind die Garagen vor mir, filmt jetzt die Kamera und hat auch gleich eine GPS-Position. So, was könnt ihr jetzt machen? Dann habt ihr hier sämtliche Einstellungen. Jegliche Art der Auflösung, ne, was man hier alles einstellen kann. Also ich sag mal, die kann da jetzt nicht mehr, aber auch auf keinen Fall weniger als jede andere gute Dashcam. Ja, also was wichtig ist, diese Loop-Funktion, ich habe die immer auf 3 Minuten stehen, die kann man auch auf 5 Minuten machen. 3 Minuten ist eigentlich so das Normale. Wird dann immer irgendwann, wenn die Karte voll ist, nach und nach von selbst wieder überschrieben. Außer es sind eben jetzt irgendwelche ja, auffälligen Sachen passiert, dann wird das, soweit ich weiß, fest abgespeichert in einem Ordner. Dann gibt es hier die Parkwächter-Funktion. Die macht natürlich dann Sinn, wenn man, wenn es das Fahrzeug kann. Bei dem hier weiß ich es jetzt nicht. Wie gesagt, mein 5er kann das. Gibt immer Autos, die können es, manche können es nicht. Wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann müsst ihr halt dieses extra Kabel noch verlegen, was ich euch vorhin gezeigt habe. Ja, ansonsten, was gibt es jetzt hier zu sagen? Also man kann das Mikrofon an- und ausschalten. Das geht allerdings auch direkt an der Kamera selbst. Man kann auch die Kamera direkt hier mit dieser Taste, soweit man das jetzt erkennen kann, ich glaube ganz unten rechts, mit der kann man auch direkt eine Aufnahme starten, wenn jetzt irgendeine Situation passiert ist. Ja, Bildqualität kann man hier einstellen, Lautstärke ach, und so weiter und so fort. Man kann die SD-Karte wieder formatieren. Firmware-Version gibt es immer irgendwelche Updates, die werden dann sicherlich übers verbundene WLAN gemacht. Ja, was gibt es hier noch? Datum, An, Aus, solche Sachen. G-Sensor kann man einstellen. Jo, was haben wir noch? Lautstärke der Kamera. Genau, also da gehe ich jetzt nicht jede Funktion hier mit euch durch. Das macht keinen Sinn, könnt ihr selber machen. Was ja sehr, sehr cool ist, dieser GPS-Sensor. Das fetzt mir gleich total. Und ansonsten zeige ich euch jetzt mal
ein paar Aufnahmen. Könnt ihr euch selbst ein Bild machen, einfach ein paar Fahraufnahmen vom Tag und dann noch ein paar Fahraufnahmen bei Nacht. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video geholfen hat. Und wenn ja, dann guckt in der Artikelbeschreibung rein, da ist ein Link drin, wo ihr die Kamera auch kaufen könnt. Die ist deswegen nicht teurer, aber ich bekomme ein paar Euro Provision. Das wäre natürlich relativ cool und ganz besonders wichtig ist mir, dass ihr wieder ein Abo da lasst, dass ich weiterhin solche Videos machen kann. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und viel Spaß jetzt noch mit den Aufnahmen von den Bildern und bis zum nächsten Video. Ciao!